Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Quest 11. So, wir sind in der königlichen Bibliothek, wie ich es hasse. Ja, jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen drehen. Das liebe ich ja, das wisst ihr ja. Okay, hier waren wir einfach schon. Okay, ja. Darüber. Hallo, süße kleine Steinchen, wir drehen mal kurz. Also wir müssen nämlich jetzt in den ersten Stock links, in den zweiten Stock um 4 Uhr, dritter Stock 12 Uhr. Cool. Also ich finde, meine Ortangaben sind einmalig. Okay, ich sehe einfach nicht mehr wirklich, wo ich bin, weil ich das ganze Ding verschoben habe. Hä, oder das läuft schon. Dann muss ich da drücken. Ah. Jetzt passiert irgendwas. Einmal nach oben. Hier ist das, glaube ich, auch ein Tickling herum. Den haben wir auch mitgenommen, als wir das erste Mal waren. Okay, und jetzt muss ich... Zweiter Stock ist... Der erste Stock ist links. Also muss ich einmal auf die andere Seite rüber. Nichts leichter als das. Ah. Und der richtige Kuddel ist, wie süß. Hohe Lied des Zauberers. Juhu. Da haben wir wieder was gelesen. Was ist jetzt Königin? Erster Stock. Ja, jetzt brauchen wir noch den zweiten Stock. Auf 4 Uhr dann. Da muss ich erstmal nachdenken, wo 4 Uhr ist. Oh, das sind süße kleine Kuddels. Die hauen einfach ab, oder? Ja. Dachte ich mir schon, weil ich müsste in so einem hohen Level sein, dass eigentlich alles von mir abhaut mit meinem Level 80. Dass die Auflevel-Folge war wirklich wunderschön. Dass wer Langeweile hat und das alles nachvollziehen möchte, kann sich gerne jederzeit die Folge anschauen. Deswegen ist sie da. War lustig. Ah, cool. Ich muss einfach nur das Ding hochbauen. So. Oh. 4 Uhr. Zum Glück verstehe ich, was ich hier tue. Hohelied des Zauberers 3. So, das habe ich dann auch schon mal. Dann kriegst du auch noch einen kleinen Haken. So, und jetzt brauchen wir noch den dritten Stock. 12 Uhr. Da geht's runter, wo geht's hoch? Da ist zu, da geht's runter. Okay, ich glaube aber, ich muss es hier trotzdem irgendwo drehen. Schauen wir mal, wo ich was drehen kann. Ja, hatte ich schon Angst vor ihm und er rennt einfach von mir weg. Also wie gesagt, mit Level 80, ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir das noch ansatzweise erreichen. Ich war gestern sonst im Stream so, hoffentlich schaffen wir die 70, hoffentlich schaffen wir die 70 und dann war es ein bisschen mehr. Dann sind wir kurz ins Casino gegangen, um da die ganzen Chatterns zu holen. Ah, cool, das sind wir jetzt gleich Ebene 4, das passt. Und hier ist es jetzt 12 Uhr. Küchen. Ah, 12 Uhr. Hey. Nee, dritter Stock. 12 Uhr, also eins nach unten. Ebene 3. Hä? Bin ich jetzt blöd? Ich glaube, ich muss oben dieses Ding drücken. Mal schauen, ob das was nützt.
Keine Ahnung, was jetzt passiert. Ah ja, das untere Stockwerk dreht sich. Das ist schön. Das soll's doch auch. So. Dann einmal auf 12 Uhr schauen. Per Rektor. So, das müsste aber stimmen. 12 Uhr. Einbahn, Lernen des Tristans, ja. Hä? Sollten das jetzt nicht alle sein? Zumindest steht halt keiner mehr auf meiner Liste. Ich schaue jetzt nochmal, was im Missionsverzeichnis steht. In Arbeit, süße Träume, nein. Gute Aussichten, nein. Wo ist das denn so ungefähr? Das ist 2 nach 58. Fragen Kriegerkönigs hier. Du wurdest... Okay, also wir waren in Gallopolis, in Vierenland, in Mandala waren wir vielleicht noch nicht. Ah, das habe ich mir eigentlich abgehakt. Das haben wir jetzt eigentlich gelesen. Wie ist das nochmal? Ja, aha. Gut, dann wir können nochmal nach Heliodor uns teleportieren. Beziehungsweise ich müsste jetzt eigentlich hier erstmal Hintertür machen, weil uns ja hier noch irgendwo so eine verschlossene Tür fehlt. Jedenfalls hier habe ich jetzt schon mal alles. So, einmal nach draußen. Ich bin sichtlich verwirrt. Da halt auch nirgends. Höchstens beim Hex sein. Ich mir irgendwie Kartenmenü. Missionen an der Funkelflecken. Nee. Nee. Ich kann wirklich noch hoch schon in den Hex sein, aber meiner Meinung nach war da auch nichts. Ich wüsste gerade nicht, wo das denn so, Alter, was ist für ein Bild von Ticklingen. Teleportation. Dann schauen wir nochmal nach Heliodor. Oder nee, gehen wir mal lieber nach Mandala. Mandala, ganz unten. Da, was machen die da? Pani sich eine Runde? Vierenland, Schloss, Vieren... Ach, Wahl soll das heißen. Hüle, Chams. Wisst ihr noch, was wir da sehr lang auf Regen gewartet haben? So, das sind ein paar Bongo Bongos, aber wir sind gerade nicht gekräftigt. Also müssen, glaube ich, Rio und ich gekräftigt sein. So, dann schauen wir mal. Einmal nach da hinten. Das müsste es doch sein. Ah, jetzt habe ich's. Hohe Warte. Ja gut, gehen wir mal zur Hohen Warte. Und bringen da die Mission mal zurück. Dann können wir da gleich mal ein bisschen was abhaken. Ein bisschen streiche ich das dann eh gleich durch. Also wir werden jetzt auch nicht alle Missionen erledigen, bevor wir jetzt halt hier praktisch fertig sind. Weil das geht gar nicht, weil wir eine brauchen, wo wir 99 sein müssen. Und vor 99 würde ich gerne noch den Endgegner besiegen, tatsächlich. So, wer braucht denn da was? Ach ja, und ich habe noch ganz viel Geld verdient, irgendwie.
So, Hendrik kann Tristans Sachen. Wo ist es denn hier? Dich habe ich auch. So, jetzt fehlt noch das. Jetzt machen wir aber noch, gehen wir noch zu den anderen Beobachtern, dass die uns das auch gleich anmarkert und uns unseren Preis gibt. Wo ist der? Ach, ganz am Arsch der Welt. Dann müssen wir davor erst nicht mehr hin. So, einmal nach oben. Nach rechts. Naja, da muss ich so lustig rüberfahren. Das ist schon in Ordnung. Ich erkenne doch, kunde doch gerne den Himmel. Diese ganzen Dinger sind einfach herabgestürzt. So, du warst ja mit dem Auftrag. Ja, Hallöchen. Ach so, der möchte einen Harmoniekristall, der war das gar nicht. Hupsi. Harmoniekristall, okay. Das war wohl jemand anders. Okay. Ich glaube, wir rufen uns einfach mal Ketos und fliegen mit dem ein bisschen durch die Gegend. Zum Beispiel mit ihnen nach Südreicher Wahl Onsen. Ja, das sollte mal nämlich auch ein bisschen stärker sein, was wir jetzt zum Glück sind. Wir verteilen auch gleich mal ein bisschen den Charakterbaukasten, bevor wir hier wieder anfangen zu fighten. Was ist denn? Onsen ist da ganz unten. Ja, das muss ungefähr da sein, wo das Ding ist. Wir müssen nur den südlichen Walonzen, blauen Kentourist. Ich glaube, das war einfach so eine Fight-Geschichte. Ist das südlich Onzen? Ja. Das ist südlich Onzen. Das ist auch eine Aufgabe, die ich gerade erledigen soll. Mir fehlt ja irgendwie eine Aufgabe noch. Süße Träume. Züchtige und gern. Ach, das mit der Insula Dings fehlt mir tatsächlich noch. Ja, das ist es. Das stimmt schon. Brauche ich. Habe ich hier einen Ticklinger? Nee, hier habe ich keinen. Da kann ich das aufsammeln. Ah ja, wir wollten schnell die Punkte vergeben. Es sind tatsächlich ein paar. Ja, wie gesagt, ich habe da ein bisschen gespielt. Liga-Kracher. Weißt du was? Nur meine Points. Es ist so ein Scheißegal, was ich echt mache. Hier mach diese Kräftigung. Mach alles, was du willst. Hier mach zack. Hier mach. Genau, hier. Mach einfach kategorische Kräftigung. Beim Auno-Lichtbringer hier erhöhe deine maximale MP. Mach, was du für richtig hältst. Zickzack, mach ruhig Zickzack. Jeder, okay. Magische Macht. Hau hoch. Wenn du was? Kann ich irgendwas machen, wenn ich auf X gehe? Ja, das will ich eigentlich. Eigentlich will ich wirklich Schwertkampf, da komme ich aber nicht weiter. Das heißt, ich mache hier unten weiter. Mit Mega-Heilung. Ja, cool, ich kann neue Berge. Ist in Ordnung. Okay, hier fehlt uns jetzt noch ein einziger und der ist hier unten. Schwertkampf fehlen uns hier oben noch welche und Schwerter. Oder gehe ich einfach mal nach oben kurz. Sollte kein Problem sein. Ist der Baum eh bald voll? Ja, schön. Doppeldrachenhieb. Sowas wünscht man sich doch. Setzen wir einen Schwertkampf.
Beinhieb. So, hier haben wir den Beid. Ich kann bei mir auch eine beidhändige Begabung. Nur so. Schwerttanz, okay. Mehr Points habe ich dann leider nicht zu vergeben. So, Erik. Messer komme ich auch nicht weiter bei ihnen. Hinterlist habe ich halt auch voll. Ja, ich kann beim Messer geradeaus nach unten gehen. Dass ich die Dinger freischalte. Okay, das ist ein Messer, das brauche ich nicht. Ich will denen kein Messer geben. Also wenn der irgendwann mal Messer hat, ist das krass. Doppelte Bedrohung. Oh, gleich effektiv, das gefällt mir. So, dann haben wir Schwerter schon mal komplett voll. Jetzt brauchen wir Hinterlist und dann muss ich ein Bumerang-Stückchen hochgehen. Ein Schleimschlachter. Ja. Metallwurf. Auch schön. Chance auf Kräftigung. Ja, machen wir einfach mal. Ich spare bei ihnen aber jetzt mal die Punkte. Nicht, dass wir bei ihnen noch irgendwie so einen Baum dazu kriegen, weil ich will das weder auf Messer noch auf Bumerang nicht hauen. So, Elan. Können wir bei ihr machen? Magisches Echo. Gerne doch. So, Peitschen, Weißenstelle. Das nehmen wir doch Weißenstelle. Da arbeiten wir uns jetzt langsam vor. Die ist irgendwie auch schon Level 82. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Es ist halt passiert und ich kann es jetzt nicht ändern. Bis sie einfach alle einmal komplett durchgedreht sind. Okay, ich sehe, wir sollten mal die Folge beenden. Dann machen wir das doch gerade und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei Dragon Quest 11. Bis dahin, bye.